سهل بن سعد رضوان الله عليه erzählt, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, die Leute sind noch auf dem guten Weg oder die sind noch im Guten, solange sie sich beim Fastenbrechen beeilen. Abu Dawud hat auch noch eine Ergänzung, nämlich die Juden und die Christen, sie verspäten das Fastenbrechen, bis die Sterne zu sehen sind. Und deshalb sagte der Sallallahu alaihi wasallam, der Unterschied zwischen unserem Fasten und Fasten von Ahlul Kitab ist, dass wir die Sterne nicht erwarten mit Fastenbrechen. Anas radhiyallahu alayhi erzählt, der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sagte, Tasahharu fa'inna fi suhuri baraka. Das heißt, nimmt euch diese Suhur-Mahlzeit, nämlich in dieser Suhur gibt es Segen. Und der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sagte, wenn man nicht findet, dann sollte man einen Schluck Wasser nehmen. Nämlich Allah und die Engel, sie beten, dass wir die Engel beten und Allah segnet diejenigen, die Suhur zu sich nehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte auch, der Unterschied zwischen unserem Fasten und Fasten von Leuten der Schrift ist diese Suhur-Mahlzeit. Was ist Suhur? Suhur kommt im Arabischen von Sahar. Sahar, das ist die späte Nacht. Die späte Nacht. Und wann man aufsteht, damit man sich auf das Fasten vorbereitet, da hat man auch die Absicht. Da kann man einen Schluck Wasser, ein Stück Dattel, etwas essen oder viel essen, wie man will. Da muss man nicht auch unbedingt jetzt so spät machen, da kann man auch in der Nacht machen, wann man will. Und da gibt es dafür Segen von Allah subhanahu wa ta'ala.